Willkommen, Freunde, mal wieder in einer altbekannten Instanz, aber diesmal mit dem Dämonenjäger oder Dämonenjägerin. Ist jetzt frisch auf dem entsprechenden Level und ja, wir starten mal. Die erste M+ wird ein, ich meine, plus 2 Freehold, also ich hoffe, ganz entspannt. Aber ja, vom Gearscore passt das, denke ich mal, für diese Instanz. Wir haben auch eine schlagkräftige Truppe dabei. Von daher denke ich mal schon, dass das vernünftig laufen wird. Ist ja auch nur ein Plus-2er-Key. Und dann werden wir parallel zum Druiden versuchen, sie hier auch noch aufzubauen. Okay, Schlüssel kommt rein. Und dann legen wir los. Euer Untergang naht. Ich bin außer Reichweite. Ja, in den Dung wollen wir jetzt nicht. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Und wir können weiter. Die hitten wir einmal an. Beim ersten Mal war das ja nicht ganz so geil gelaufen. Ich bin außer Reichweite. Ja, zwischendurch hatte ich so ein bisschen Angst um meine HP, aber das passt schon. Das ist zu weit entfernt. Ich bin außer Reichweite. Okay, die Part haben wir nicht mitgenommen. Sehr schön. Ich muss näher ran. Das ist zu weit entfernt. Ja, brutale Rückhand ist das, was ordentlich Aua macht. Deswegen weg davon. Ich brauche ein Ziel. Okay, das passt soweit. So einen dicken Haufen noch hingehauen. Hier geblieben, ihr elenden Landratten! Ich bin außer Reichweite. Ich muss mich auch mit dem Demon Hunter noch ein bisschen anfreunden. Ist lange her. Volle Breitseite. Aber werden wir schon hinbekommen? Ihr steht auf meiner Abschussliste. Ja, unschöner Sprung, aber okay. Jetzt habe ich alle Zeit. Und er ist down, wunderbar. Oh, Greg ist tot. Tut Hi-Happen leid. Oh, tut Hi-Happen leid, dass ihr nach Papageienmist riecht. Oh. Ich muss näher ran. Na, will da keiner draufhauen, oder wie? Okay, so kenne ich das nicht, aber gut. Das ist zu weit entfernt. Dann machen wir das halt so. Ich muss näher ran. Da bin ich recht flexibel. Ich bin außer Reichweite. Ja,
Das ist zu weit entfernt. Ich bin außer Reichweite. Da ist jemand runtergeflogen. Gut, auf Einzelschicksale können wir jetzt keine Rücksicht nehmen. Na, jetzt hänge ich hier fest. Shit, was ist hier los? Ich muss näher ran. Das ist zu weit entfernt. Upsala. Ich muss zuerst etwas anvisieren. So, alle sind am Start, ne? Alles klar, dann legen wir los. Haben wir vorsichtshalber das Ding draufgesetzt. Ich muss näher ran. Ich bin außer Reichweite. Oh, die kleine Ratte. Aber gleich ist sie down. Guter Schuss. Das ist zu weit entfernt. Na komm schon, kipp um. Da hinten kommt die Pat. Sehr schön. Das war meine letzte Runde. Ich bin außer Reichweite. Das passt jetzt perfekt. Ich muss näher ran. Und wieder ein bisschen hochheilen. So weit entfernt. HP ist ein bisschen drunter gedroppt. Ich bin außer Reichweite. Ich muss näher ran. Das ist zu weit entfernt. Und der Dude ist jetzt schon wieder draufgegangen. Ich habe auch noch mal geschaut. Aber ich bin fest der Meinung, dass ich die Aggro nicht verloren habe. Ich muss näher ran. Kann natürlich auch sein, dass er in jeder Suppe drin stehen bleibt. Ich habe kein Ziel. Ich bin außer Reichweite. So. Okay, die sind erledigt. Das ist zu weit entfernt. Da haben wir jetzt von einem kurz mal was verloren. Oder wird er immer von den Augen verfolgt? Das könnte natürlich auch sein, dass das so ein bisschen Pech ist. Ich muss näher ran.
Das ist zu weit entfernt. Ja, dann starten wir mal den Bums hier. Ich bin außer Reichweite. Ihr seid dran, Landratten. Aua, was soll das Pieksen? Oh, oh, aufwachen, Bodin, wir sind dran. Na los, macht schon, macht euer Ding. Autsch, okay, okay. Heute in der Arena. Ja, ich muss mir unbedingt auch noch mal das Add-on holen, um die Prozente zu sehen. Gemeingefährlich. Macht's dann natürlich auch noch mal ein bisschen einfacher. Das ist zu weit entfernt. Der Überragende, der Unglaubliche, der Unübertroffene. Moment, was? Ist das ich muss näher ran. Ein eingefettetes Schwein? Ich bekomme den Eindruck, hier sind Amateure am Werk. Also ich bin außer Reichweite. So, Äffchen, du willst hier nicht zu mir? Ich brauche ein Ziel. Ich muss näher ran. Schau einer an. Sie haben ein Schwein gefangen. So, das passt dann auch von den Prozenten her. Ich bin außer Reichweite. Die anderen könnten wir uns theoretisch auf der anderen Seite holen. Ich habe kein Ziel. Der schildbewehrte Schläger. Das kann ich nicht angreifen. Oh, das passt perfekt. Und gleich muss ich mal schauen, wenn hier die Putt vorbeikommt. Wenn das Vieh down ist, kann man vielleicht noch mal eben schnell die Putt mitnehmen. Das ist zu weit entfernt. Aber grob passt das schon mal. Ich brauche ein Ziel. Jupp, da vorne ist die Putt. Ludwig, ich bin außer Reichweite. Was für ein Kampf! Diese dahergelaufenen Zeräuber sind nicht unterzukriegen. Aber wird ihnen das etwas nutzen? Denn ihr nächster Gegner ist der Inbegriff roher Gewalt. Unser Champion, ich bin außer Reichweite. Schläft, im wahrsten Sinne des Wortes. Der Vollstrecker vom Freihafen. Der Virtuose der Fliegenden. Ich muss zuerst etwas anschauen. Sehr schön. Der Heidrescher. Den Rest machen wir oben. Dieses Ziel kann ich nicht angreifen. Also von der HP her ist das hier natürlich ein bisschen, ja, mehr ein Auf und Ab. Weniger konstant. So, wir stellen uns mal hier hin. Und falls er dann gleich mit den... Genau. So, da hat einer schnell genug geschaltet und hat sich hinter das Blut gestellt. Das ist zu weit entfernt. Oh ne, der Hai ist von mir wieder weg. Ich muss näher ran. Ja, der läuft aber auch. Oh shit. Ansturm genutzt. Ich bin da lief aber auch einer schön die ganze Zeit im Hai. Ich brauche ein Ziel. Dann düsen wir mal hier schön lang. Ah, der hat den Zeitwanderungsdrachen. Sehr nice. Habe ich bislang noch nicht bekommen können. Leider, leider, leider. Das ist zu weit entfernt. Ich muss näher ran. Ja, da haben wir eben alle, wirklich alle, das Ding mitgenommen. War natürlich mehr als ungünstig. Ich bin außer Reichweite. Ja,
Ja, wir machen dem Heiler das Leben heute wirklich sehr, sehr schwer. Der muss heute wirklich Höchstleistung bringen. Ich habe kein Ziel. Ah, shit, ich habe noch meine Aura. 2 Sekunden noch. Und der hat das Ding natürlich wieder gepullt. Klar. Okay, gut. Dann eben hochheilen und... Ah, das passt schon. Ihr könnt es mit mir aufnehmen, Konaie. Gestattet mir, euch das Gegenteil zu beweisen. Wird auf jeden Fall eine +2 Aufwertung für +3. Ah, bin ich nicht sicher, ob das reicht. Das ist zu weit entfernt. Mach dieses Pack mit unseren Kanonen bekannt. Oh, die Würfel wären schon geil. Aber ich glaube, wir brauchen erstmal ein bisschen Ausrüstung. Aber im Endeffekt, egal was wir bekommen, wir würden es anziehen. Ich kann aktuell nicht wirklich wählerisch sein. Oh Mann, 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 Mann. Ich bin außer Reichweite. Ja, Leute. Oh, Mann, 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 Mann. Okay, wir werden es aber trotzdem schaffen. Down ist er. War eine interessante... Ein interessanter Durchgang. +3 sogar. Sehr nice. Ah, shit. Crap bekommen. Ja. Würde ich beides nehmen. Aber leider wird das anscheinend benötigt von den Leuten. Gut. Kann man nichts machen. Erster Keystone ist durch. Wir haben +2er Freihafen. Das heißt, wir werden hier auf jeden Fall schon mal eine wöchentliche Belohnung bekommen. Ob ich jetzt noch, es sind glaube ich noch 12 Stunden, schaffe, 3 weitere zu laufen, bin ich mir nicht sicher. Erstmal mit dem Druiden 5er, 6er, 7er Stein. Und wenn ich das eingesagt habe, kann ich hier vielleicht noch mal ein bisschen mehr machen. Und auch das Bärchen soll ja seinen Key diese Woche bekommen. Dieses Mal +6er Neltarions Wort. Müsste eigentlich auch jetzt mit 2 Affixen sein, diese komische Schlingen. Und fesseln Spielcharaktere. Okay, die müssen wir wahrscheinlich raushauen, nehme ich jetzt mal an. Werden wir jetzt mal herausfinden, was es damit auf sich hat. Ja, Quests brauchen wir jetzt überhaupt nicht. Beeilt euch, Freunde! Jeden Moment, den wir hier vergeuden, tötet Dargrun mehr von unseren Verbündeten. Und wir legen los. 6er Key, der höchste Key, den wir bislang gespielt haben. Aber ist ja auch erst die 2. ID. Wie kann die schon da sein?
Oh Mann, dieses Kackgift. Sie nicht beherrschen sollten. Zweifellos besteht eine Verbindung zu den latenten Energien, die noch immer in diesen Felsen schlummern. Ich muss ganz ehrlich sagen, bislang habe ich die Ranken auch noch nicht entdecken können. So. Down ist er. Ab geht's nach unten. Navarok, Verräter. Ihr führt diese Eindringlinge gegen uns ins Feld. Und Bossfight. Darf den Hammer nicht kontrollieren. Er wird den Hochberg damit zerstören, nicht erobern. Sei es drum. Ich will. Ah, nee, wir haben noch gar nicht das zweite Affix, sehe ich gerade. Zweiter Affix ist auf 6 noch nicht dabei. Oh, ein heftiger Leck. Oder das war ja schon nicht nur ein Leck, sondern ein dickes Standbild. So, einmal aus diesem Kackgift raus. Und Richtung Fässer. Sie wissen jetzt, dass wir kommen. Ich hoffe, unsere Verbündeten können ihr auch nicht so ganz wie gedacht oder wie gehofft, sagen wir es mal lieber so. Schnell, ab in die Fässer. Ich werde sie aufhalten und aber zwischen Theorie und Praxis. Der Unterkönig lässt die Knochen meines Vaters von Sklaven ausgraben. Jetzt fehlt mir das Wort, aber egal. Wir müssen uns hier konzentrieren. Wo versteckt ihr eure Vorräte, Made? Habt Erbarmen. Ihr habt uns schon all unser Essen genommen. Sucht alles ab. Dieser Abschaum versteckt Rationen vor der Armee. Ihr kämpft nicht, dann esst ihr auch nicht. So, den nehmen wir hier mal schön entspannt mit. Der hat mir natürlich ordentlich eine verpasst. Aber egal. Wir sind Tank. Wir sind hier, um verprügelt zu werden. Oh, sehr schön. Die haben ihn dran, ranziehen können, die beiden Viecher. Das ist sehr geil. Nach hinten ziehen, in Sicherheit. Na komm schon, geht drauf.
Ja, hier kommt richtig dicker Damage durch, aber irgendwie gefühlt auf jeden in der Gruppe. Erstmal hier versengen weg. Sehr schön. Da hinten ist schon wieder so ein Fernkampfproblem. Okay, das ist gelöst. Gruppe ist getoppt. Healer hat genug Mana. Das sollte passen. Diese Mischphase. Der Hochberg selbst, so also sehr geil. Kommt nicht. Dann können wir hier einmal weiter düsen. Ja, wenn ich mich schon mal unsichtbar machen kann, dann wieso auch nicht. Nichts wurde gepult, sehr schön. Erhebt euch! Wenn sie die Beschwörung abschließen, kommen wir nicht mehr zu Dagrul durch. Sie kommt. Naraxas wird ein Festmahl aus euren Knochen machen. So, versengen ist erledigt. Ich wollte schon sagen, wurde da gepult, aber das sind ja diese Kackwürmer. Aber was sind das für Würmer? Habe ich noch nie gesehen. Die kenne ich hier echt nicht. Ja. Was? Nein! Ah! Ich glaube, der DK ist da ein bisschen zu heftig reingesprungen. Sowas passiert. Na, die Hülle hätte ich mir auch ruhig aufsparen können für später. Bisschen Self-Heal. Bisschen Damage Reduce, damit der Pala nicht zu viel Stress hier hat.
keine Zeit mehr. Und dann ist er. Angreifen. Verzeiht, Helden. Es scheint der Schatz, den ihr sucht. Ja, zeittechnisch sind wir sogar noch sehr gut in der Zeit. 21 Minuten. Die Tauren glauben, ihr seid dazu bestimmt, meinen Hammer zu stehlen. Lächerlich. Der hatte keine Aggro gehabt, definitiv nicht. Verzeihung, ich muss euch hier verlassen. Doch wisset, ich habe eure Taten mit Stolz verfolgt und bin sicher, der Hochberg ist in dieser entscheidenden Stunde in fähigen Händen. Zerreißt sie! Zerreißt sie! Ja, der hat mir eben gesagt, ich soll das Ad wegdrehen, aber jetzt habe ich es definitiv von ihm weggedreht und er kriegt trotzdem einen dicken Damage rein. Okay, wieso haben wir noch nicht 100%? Aber das Problem... Okay, er antwortet nicht, dann gehen wir rein. Ja, wir gehen gleich hoch, hauen da nochmal einen um und dann passt das. Na, könnte oder wird bestimmt plus 3 sein, weil wenn ich das mit dem vergleiche, was wir vorhin mit unserem Demon Hunter hatten. Da waren wir, glaube ich, auf 12 Minuten runter und es war noch ein plus 3er. So, ich ziehe mir mal ein kleines Schild rein. Einmal mit dem Schädel zurück. Von Kaskarot durch. Wie ist das möglich? Ich bin der Auserwählte. Der Hammer hat euch nie erwählt, Dagul. Er wählt einen Träger von wahrer Stärke. Und ihr seid diesem Anspruch nicht gewachsen. Es ist vollbracht, Helden. Jetzt, da Dagul tot ist und wir den Hammer zurückhaben, sind die Drogba geschlagen. Nun können wir uns der schweren Aufgabe widmen, die Stämme wieder zu vereinen. Ja, ich fand das eigentlich recht knackig. Dank euch ist die Macht des Wahnsinns König Stark wohl gebrochen. Nun erfordern andere Familienangelegenheiten meine Aufmerksamkeit. Lebt wohl. Ich hoffe, unser so, okay, plus 3. Das passt. Das ist, ja, ganz ordentlich. Mal schauen, was wir jetzt hier noch für eine Belohnung bekommen, falls wir überhaupt eine bekommen. Natürlich nicht. Shit. Ja, die Handschuhe, ne, brauchen wir nicht, die Brust können wir nicht haben, das passt. Okay, gut. Dann sind wir hier durch. Falls ich heute nochmal einen Key laufe, der natürlich entweder auf 6 ist oder oberhalb von 6, würde ich euch nochmal reinnehmen. Ansonsten sehen wir uns wieder, wenn wir uns die Belohnung anschauen.